Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, das hier ist quasi die Leitfolge der Podcast-Reihe Mensch und Welt, beziehungsweise der Mensch und die Welt. Und in diesem Podcast habe ich vor, über verschiedene Themen zu sprechen, verschiedene Bereiche aufzugreifen. Und das Video, beziehungsweise dieser Podcast jetzt, dient in erster Linie dazu, euch eine Einleitung zu geben, was euch hier so erwarten wird und was, ja, generell so die Pläne mit dieser Podcast-Reihe sind und sein werden. Also, ich habe mir vorgenommen, einen eigenen Podcast zu starten, wie ihr jetzt gerade hier auch feststellen könnt. Und dieser Podcast steht halt unter diesem Tenor der Mensch und die Welt, weil wir halt tatsächlich bei uns sehr viel Wandel, sehr viel Konfrontationen, sehr viel gesellschaftliche Schwierigkeiten und Probleme entwickelt haben in den letzten Jahren. Und all das werde ich mal ein wenig in diesem Podcast aufgreifen. Das Thema sozial betrachtet, wo kommen wir Menschen her, wie ist eigentlich unsere ursprüngliche Lebensform gewesen, wie weit haben wir uns davon entfernt, was haben wir vielleicht auch zum Negativen verändert, was hat sich in unserem Umfeld getan, was hat sich in der Art und Weise, wie wir heute leben, verändert und getan. All solche Themen werde ich hier aufgreifen. Es wird auch um das Thema gehen, wie zum Beispiel Ernährung, die Gesellschaft, das Thema Familie, das Thema Freunde, Bekannte, Verwandtschaften. Es sind so viele Themen, die unter diesem Oberbegriffen Mensch und Welt ja aufgearbeitet werden können, bearbeitet werden können. Und mir ist einfach wichtig, dass so Themen, die wir oft in den Livestreams besprechen, die wir oft in den Themenrunden, die ich danach, oder in den offenen Runden, die ich danach mache, was da so besprochen wird, das alles einfach mal in eine Podcast-Serie zu packen, weil dort doch oft Inspirationen, Anregungen an mich herangetragen werden, die ich doch gerne irgendwie verarbeiten möchte, aber halt nicht zwangsläufig in einer Form von Video, sondern in Form einer Podcast-Reihe, in der ich einfach frei und offen über das spreche, was mir zu diesen Themen einfällt, was vielleicht für Lösungsansätze man sehen könnte, welche Schwierigkeiten auftreten im weiteren Verlauf, weil oft ist es ja so, dass sich bei uns Menschen, gerade im Hinblick auf das Thema der Gesundheit zum Beispiel, das ist wie ein Haus, das sich dann schön auf einem Baustein oder wie so ein Jenga-Turm, da kommen immer mehr Steine zusammen übereinander und irgendwann bricht das Ganze zusammen. Und oft genug erleben wir in unserem Umfeld, dass Menschen ja auf einmal schlagartig zum Beispiel krank werden und ja, oder schlagartig sich verändern in der Art und Weise, wie sie mit uns interagieren. All solche Sachen haben in der Regel verschiedene Ursachen, viele Ursachen oft zusammen. Und das alles möchte ich einfach mal versuchen, in dieser Podcast-Reihe dann zusammenzufassen. Und ja, bin natürlich auch dann im weiteren Verlauf natürlich auch immer offen für Anregungen, welche Themen ich vielleicht expliziter nochmal aufnehmen soll, was für verschiedene Sachen da so im Endeffekt, ja, ihr gerne auch bearbeitet haben möchtet von mir. Im Großen und Ganzen habe ich mir vorgenommen, so irgendwo zwischen 10 und 20 Minuten die einzelnen Folgen zu machen, dass wir dann dort so einen Einstieg haben. Wenn wir Podcasts mit Gästen machen, habe ich so ein Zeitlimit von ungefähr 30 bis 40 Minuten vorgenommen. Sollte mal ein Gespräch länger werden, dann könnten das auch durchaus zwei Teile für so einen Podcast werden. Aber im Großen und Ganzen ist so mein Zeitlimit zwischen 10 und 20 Minuten für den Hauptpodcast und zwischen einer halben Stunde und 40, 45 Minuten, die ich dann im Endeffekt in einer Kooperation mache. Ich werde mir also versuchen, immer wieder Gäste auch gerne mit anderen Ansichten mal reinzuholen, damit wir also auch die andere Seite mit abdecken können. Zum Beispiel, was das Thema Art des Lebens, ein Selbstversorger gegen jemanden, der absolut in der Stadt leben möchte, sowas in der Art und Weise möchte ich halt podcasttechnisch auch aufarbeiten, dass wir da auch die Vielfalt des Menschen hier auf diesem Kanal mit diesem Podcast abbilden können. Zur Art der Aufnahme bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, wie ich das im Endeffekt umsetzen werde mit dem Podcast. Auf jeden Fall ist das jetzt erstmal quasi der Start meiner persönlichen Podcast-Reihe, die ich hier im Reiter Podcast auch tatsächlich veröffentliche, sofern das mit Video klappt. Ansonsten werde ich halt, wenn das in diesem Podcast-Tenor an sich nicht funktioniert, werde ich es als normales Video veröffentlichen. Und bin einfach gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Weil wie gesagt, wir haben oft
wirklich interessante Themen in den Livestreams, in den Runden danach oder auch im Gespräch oder in den Austausch untereinander, der auch teilweise ins Private oder im privaten Bereich geht. Und das ist halt ja meine Intention für diesen Podcast, Der Mensch und die Welt. Es wird, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich einmal in der Woche was veröffentlichen werde oder alle 2 Wochen. Das wird sich auch ein bisschen einspielen, je nachdem, auch wie es angenommen wird. Ich schätze aber mal, dass es tatsächlich auf einmal die Woche nachher gehen wird. Am Anfang wahrscheinlich erstmal 14-tägig, bis ich auch so ein paar Folgen vorproduziert habe, damit ich dort halt auch genug Material für euch zur Verfügung stellen kann. Auch wenn mal was ist, das ich mal nicht aufnehmen kann oder ähnliches. Also die erste tatsächliche Folge von dem Podcast Der Mensch und die Welt wird dann halt in 2 Wochen nach Veröffentlichung dieses Podcasts kommen. Oder dieser Podcast-Einleitung nenne ich es jetzt mal. Und ich hoffe, dass, ja, dass das auch bei euch gut ankommt, das Thema der Podcasts. Und wir dort auch interessante Themen behandeln können, die dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen mal zum Überlegen, zum Nachdenken bringen. Vielleicht auch im Positiven wirklich ja, eine Auswirkung zeigen kann. Da bin ich natürlich auch immer für Rückmeldung offen. Wenn ihr... ihr habt die Möglichkeit, in die Kommentare zu schreiben. Es gibt bei mir in der Videobeschreibung eine E-Mail-Adresse, zwei E-Mail-Adressen, auf die ihr schreiben könnt. Und ich hoffe einfach, dass wir ja, mit dieser neuen Podcast-Reihe hier tatsächlich ein neues Projekt starten können, was vielleicht auch gut ankommt, was einfach einen neuen oder einen anderen Blickwinkel vielleicht auch dem einen oder anderen präsentiert. Und wie gesagt, Anregungen gerne in die Kommentare. Ich habe mir halt vorgenommen, so das Thema, wie gesagt, Gesellschaft, Familie, Freunde, Bekannte, sowas mit aufzunehmen. Das Thema, wie leben wir, wie weit haben wir uns vom Ursprung entfernt, was ist das Thema Ernährung mit sich auf sich hat. Das Thema Körper, Seele und Geist, Spiritualität, Religion werde ich hier auch mit aufnehmen, da es ja auch da die verschiedensten Varianten gibt. Und ich hoffe, dass sich da auch viele wirklich tolle Gesprächspartner finden, mit denen man solche Podcasts dann entsprechend ausgestalten kann. Vielleicht machen wir auch mal einen Live-Podcast, wenn wir genug Menschen finden, die bereit sind, hier mit uns zu sprechen. Und ja, es wird, wie gesagt, viel gehen. Es wird auch um Pflege in dem Podcast gehen. Darum, wie wir Pflegekräfte uns da vielleicht mal ein bisschen anders positionieren könnten und sollten. Es wird weniger um das Thema der Politik gehen, weil da mache ich schon genug Videos in meinem Hauptcontent, sage ich jetzt mal, dass da auch viel Politik angesprochen wird. Aber das Thema Gesellschaft, Mensch, Wohlbefinden, all solche Sachen, finde ich, wird immer sehr spezifisch auf manchen Kanälen besprochen. Der eine macht das Thema Gesundheit, der andere macht das Thema mentale Gesundheit. Ein anderer macht das Thema Gesellschaft und ich versuche das halt alles, was so wirklich mit Mensch und der Welt zu tun hat, in einen Podcast zusammenzupacken, da die verschiedenen Themen aufzuarbeiten. Es wird dann auch gehen um Wohnen, Leben, Wohnmodelle, alternative Wohnmodelle. Was gibt es da für Varianten? Und was für Varianten gibt es vielleicht auch im Kontext der Gruppe? Ich hätte jetzt fast den Begriff Sippe eingebracht, der ist aber halt bei uns in der heutigen Gesellschaft sehr stark zurückgegangen. Aber es gibt ja trotzdem die Möglichkeit einer Gemeinschaft, die sich bildet. Da werde ich also auch ganz viel in der Richtung besprechen, aufarbeiten und mit euch dann auch den einen oder anderen Podcast zu den Themen gerne machen. Ihr könnt euch gerne auch bei mir melden, wenn ihr mal in einem Podcast mit dabei sein möchtet. Und dementsprechend ist das jetzt einfach so erstmal die Zusammenfassung, was euch hier bei meinem Podcast erwartet, was ihr... Ja, wie gesagt, ich werde, denke ich mir mal, im 14-Tage-Rhythmus erstmal veröffentlichen. Und wenn das gut ankommt, dann kann ich mir auch vorstellen, auf den Rhythmus innerhalb einer Woche zu gehen. Für den Podcast werde ich mir auch noch eine Verabschiedung überlegen, die ein bisschen anders, aber ähnlich geartet ist wie bei meinen damaligen Videos. Menschen, weigert euch Feinde zu sein, macht euch die Quellen selbst zugänglich und schaut sie euch selbst an. Sowas in der Art werde ich halt auch für den Podcast als Endmoderation mir noch überlegen. Aber jetzt bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und in dem Sinne, entweder bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Podcast, falls ihr nur auf den Podcast landet. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten, euer Mike.